Aber ich habe hier einen Pineco, was auch immer. Pineco, ein Tanzer. Und das will ich fangen und das will ich natürlich gleich mit aufnehmen. Tackle. Hast du auch eins? Ja, ich habe ja auch eins. Ah. Hallo, verehrte Zuschauer. Willkommen zu dieser doch spontan angefangenen, sehr spontan angefangenen Bonus-Episode. Wir holen uns unsere Turbo-Treter von Mama. Und ja, ich fange mir jetzt hier gerade einen Tanzer. Meins protected immer. Ja, macht's immer. Ich habe nur noch einen Pokéball. Los. Das kann knapp werden. Gefangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, Tanzer. Nicht sterben. Nein, es ist tot. Tja. Life's a beach. Also, was wir hier in dieser Aufnahme hier heute. Wir werden nachher noch richtig gescheit aufnehmen, so für. Alter, nein, Gregor, du wartest auf mich. Ja, ich bin jetzt sowieso ins nächste Pokémon reingerannt. Ah. Du bist langweilig. Aber weißt du, wenn ich gerade dabei bin, kann auch fliehen, aber ich kill den Typ mit einmal. Was machst du eigentlich gerade? Ich will Tanzer sein. Achso, du. Na ja, gut, also während Patrick. Ihr könnt euch jetzt entscheiden, entweder sucht euch Patricks Puff und schaut so, wie er versucht, einen Tanzer zu fangen, oder folgt mir, wie ich die ganze Strecke im Grunde nochmal abgehe. Das ist sogar stärker, das dürfte nicht so schnell sterben. Na, noch ein Tanzer. Und ich werde das jetzt töten. Ich habe sowieso keinen Pokéball mehr, es ist egal. Es hat mich getackelt. Tja, life's a beach. Schon wieder. Nein, wenn das jetzt noch ein Tanzer gewesen wäre, dann hätte ich aber so gelacht, ey. Jetzt stirb doch! Nein, nicht sterben, nur schwer verwundet werden. Ich weiß nicht, soll ich nochmal. Ja! Bei so schwachen Pokémon im Zweifel. Yes! Im Zweifelsfalle immer. Pokéball! Ich bin jetzt schon fast aus dem Vertania-Wald draußen. Yes! Ich weiß nicht, was es so cool ist, aber ich hab's einfach mal. Wenn sich das hier jetzt nicht nix bringt, ja, dann, was die? Dann ist Polen offen. Ah ja, im Grunde, Gregor, ich bleib mal ein bisschen vorne und. Jo. Ja. Heile meine Pokémon. Ich würde sagen, das hier machen wir als eine ganze Bonus-Episode. Eine ganze? In voller Länge. Jo. Nicht nur das Schuhe holen für dich. Nee, schon eine Bonus-Episode, die so lange braucht, bis ich meine Schuhe hole. Okay. Meine Schule hole. So, ich bin inzwischen schon wieder in Verdania City. Oder Verdania. Verdanien. Vertania? Verdania? Verdania. Oh mei, ich hab's in den Folgentexten immer mal so geschrieben. Jo. Oh mei. Ich hab. mei. Ah, es kann tackeln. Gut. Ich werde ein bisschen da zum Kampf eingesetzt. So, ich bin jetzt unten. Ich nicht. Ich glaube, ein Radfratz. Mit Level 4. Okay, das hat sich absolut nichts gebracht, lol. Na, lol. Aber warum kann ich da nicht sprinten und du schon? Ich hab halt diese Taste auf Shift gelegt. Ja, welche Taste? Geh mal bei dir unter Settings rein und schau, welche Taste. Naja, bei Standard Gameboy ist es B. Nein, ist nicht B. Bei B tut sie bei mir auch nichts. Ach Gott. Ich klappe hier mal alle ab hier unten, ne? Mal sehen, was habe ich denn auf Shift? Na, ich habe B bei mir auf Shift.
Ja, B ist auch normal, also. Ja, aber ich habe jetzt Shift auf B. Oder B auf ja, Shift. Aber du musst die Turbo. Schau mal, ob du in den Key-Items die Turbo-Drehte hast. Nein, da habe ich schon die Karte. Also, ja, da müssen mehrere passen rein, da, ne? Aber ich habe nur die Karte. Troubleshooting. Ja, okay, aber du hast irgendwo schon Turbo-Drehte, die ich nicht habe. Keine Ahnung warum. Ich bin eine Frau. Ich kann es einfach. Na, wo hast du, musst du irgendwo her haben? Ich habe nichts getan. Ich spam mich hier gerade durch. Ja, ich kämpfe hier gerade meinen Tanzer nach oben. Moment mal. Menü Settings. Controls. Komisch, aber auch ich habe es jetzt auf den E-Key gelegt und auch da tut sich nichts. Tja. Natürlich. Yep. So, auf A gelegt. Nee, tut sie nichts. Tja, Troubleshooting in der Aufnahme, meine Damen und Herren. Das gibt's also, nur bei uns. In diesem Fall guckt euch lieber die Pet POV an, denn bei mir gibt's einfach spannende Kämpfe. Ja, ui. Ich geh mal ins Fuck, ne? Ins Fuck. Ja, ich will einen Pokémon heilen lassen. Ja, danke, ja, danke, ja, danke. Danke. Vielen Dank. Danke. Mann, diese aufdringlichen Menschen. Hey Patrick, wenn du mal lustig sein willst, type mal slash unstuck in den Chat. Slash unstuck. Gleich. Ich komme auf jeden Fall mal wieder hoch. Das kann natürlich jetzt eine Zeit lang dauern, weil ohne Schutz und ohne Schuh. Ja, komm, ein Reim, das ist eine gute Vorlage. Wir könnten nebenbei ein kleines Reim-Battle machen. Da verliere ich aber. Ich war etwas verdrossen, denn. Nein! Die Tür war fest verschlossen. What the fuck? Ein Radfratz kam empor, geschossen. Du kleiner, verdammter Wichser. Die Tür war fest verschlossen. Hast du Anstag eingegeben? Nee! Alter, ich hasse dich. Ah, ich hab dich auch gerne. Aber weißt du, was mir zu denken geben wird? Ja? Würde? Die Pidgeys hier unten sind stärker als die Pidgeys da oben. Da oben hoch im Norden, ne? Ja. Es, was mir auch zu denken gibt. Weike! Oh. Meiner kann schon laufen, es ist nur so eine Art Humpelding. Merke ich gerade, dass meiner doch laufen kann. Ja, ist es bei mir auch. Der humpelt. Ist dumm. Na, jetzt müssen wir wenigstens beide hochlaufen. Ich wollte mal schauen, ob du wirklich Anstag eingibst. Also ich war ja im Fuck, ne? Und da hat geschrieben, naja, schreib mal einen Unstuck in den Chat. Unstuck. So. Ich hasse dich. Nein, ich hasse dich. Ja, ja. Hm.
Level 15, Level 8, Level 12. Und hier haben wir ein Level 5. Nein, da will ich sagen, das Level 5 kommt nach vorne. X. So. Wo bist du eigentlich gerade? Ich bin gerade jetzt erst aus Vertania draußen. Patrick? Patrick. Na, Patrick ist weg, ne? Schade. Wir gehen jetzt hier noch nach oben, dann beende ich diese Aufnahme. Die Musik ist cool. Patrick, du lebst. Hätte ich nicht spüren können, ich hätte ihn gehört. Tja, was haben wir denn? Gegner. Oh, ein Tanzer. Ja, Patrick ist jetzt eben jetzt offline, ne? Yay! Er ist wieder online, weg mit der Meldung. Ja. Fuck off. Ego. Patrick, du lebst! Nimmst du noch auf? Ja, ja, ich nehme noch auf. Ich gehe noch nach oben. Gut, Leute, hier bin ich wieder. Ich hatte gerade ein Verbindungsproblem, also mir hat kurz die Verbindung geschossen. Seht euch deshalb lieber Greg POV an. Aber das kann ich ja ganz fix zusammenfügen, also das ist kein Problem für mich. Pro. Also kein Grund, die Greg POV zu gucken. Fugu. Never. Warum kann ich nicht escapen? Dieses Metapod ist eh noch härter, nein. Mein Metapod ist härter als deins. Hab ich gerade härter ja gesagt, das war gerade eine Hemmung, Redehemmung. Ja, klar. Sagen sie dann alle. Ach, jetzt lass es gleich so. So. Na los, Kampf! Hast du jetzt eigentlich einen Tanzer gefangen? Ja. Mit dem kämpfe ich schon die ganze Zeit. Ich renne hier nur die ganze Zeit den Tanzer rein. Wo bist du jetzt eigentlich von deiner Position her? Nicht sehr weit weg. Ich bin jetzt auf die letzten paar Schlaufen. Da kann ich auch kämpfen, ne? Yay, wow, asoziales Element. Oh, kurzer Besuch beim Pokémon Center, das Tanzer wieder refreshen. Also Tanzer, das assigste Pokémon ever. Egal, ich mag es. Es ist süß. Die Weiterentwicklung, ach, gibt's hier noch gar nicht. Die nicht? Weiterentwicklung ist cool. Alter, mir reicht's. Das war die falsche Taste. Puh. What the fuck? Nix. Hallo, Piggy. Piggy. Oh, ein Pokéball. Hast du schon mal Bad Piggies gespielt, Patrick? Nö. Ist von den Machern von Angry Birds. Weiß ich. Ist schon ein geiles Game. Kann ich nicht beurteilen, du. Es ist geil. Vertrau mir einfach. Es ist super effektiv. Stirb. Stirb. Stirb, bis du tot bist. Also weißt du, ich würde zum liebsten eine reinhauen. Ja, ja, life's a beach. Boah, Alter, wie viele Pokémon ich jetzt noch reinlaufen will, ich weiß es beim besten Willen nicht. Run. Ein Pikachu. Ich reiß hier gleich was um. Ich hab hier ein Pikachu. Soll das jetzt fangen und nicht das Fake verwenden? Nee. Ich hab schon eins, ich brauch keins mehr. Das Pikachu, was ich für dich fing, mühevoll hast du weggeschmissen.
Nein, ich hab dir die Pokebälle vertauscht. Du asoziales Element. Da kann ich nichts dafür. Steck mal eine Runde. Jeder kann sich mal an seinem Pokeballgürtel vergreifen. Du machst mich kirre, ey. Ich will hier weg. Weg. Nicht fight. Make love, not war. Nein, ich reiß jetzt hier gleich was um. Ich meine, zum Kämpfen ist es absolut nicht gedacht, ne? Was? Das Tanzer? Tja. Oh, yes, durch. Tja, ich geh noch ins Pokémon Center und dann beende ich diese Bonus-Episode für mich. Nein, du wartest noch schön, bis ich da bin. Natürlich, aber für mich beende ich's. Nee, nee, mein Aufnahmeschluss, wartest du schön, bis ich da bin. Sicher. Verarsch mich nicht, Alter. Sicher? Ich sag eh sicher. Sicher. Ja, sicher. Sicher. Ich kenn dieses sicher. Patrick, bist du bereit für Smooth Jazz? No. Well, but I'm ready for some Smooth Jazz. Ja. I'm ready for Smooth Jazz. Du wartest wirklich darauf, dass ich was dazu sage, oder? Smooth Jazz. Spürst du die Liebe, Patrick? Wo? Spürst du die Liebe im smoothen Jazz? Wie sie dich umspült wie das Wasser einer warmen Badewanne. Ja, Gregor, ich kann es spüren. Platsch, platsch. Spürst. Was? Ich wollte gerade mitmachen, spürst, aber jetzt nicht mehr. Spürst du die Leidenschaft? Die Leidenschaft. Der smoothen Jazz. Oh yeah. Smooth Jazz. Auf, Mann. Ich höre auf mit dem Smooth Jazz. Hat der Patrick gerade seine Krallen ausgefahren? Yay, Pikachu hat 11 XP gegained. Und Tanz auch. Irgendwie bist du ein bisschen abgefickt vom Tone. Sarase MP will sich mit der Tja, ich will nicht mit Sarasa LP spielen. Komm, bist du, Gregor? Wo bist denn du? Im Pokémon Center. Jojo, komm schon. Ja, komm, stell dich neben mich. Gleich. Yes. Zieh an. Gut. Ah, und jetzt. Und damit mit dieser Marathon-ähnlichen Zwischenepisode verabschiede ich mich in unserem Namen von euch und dank der Aktion ist mir die Lust auf jetzt heute noch eine spätere Aufnahme, auf eine reguläre Aufnahme gänzlich vergangen. You're welcome, you know. Warte schnell. You know, I really like my smooth jazz. Bleib locker. Gut. Und genieße einfach die Leute, Liebe. Leute, das war's jetzt. Bis zum nächsten Mal. Adios. Ich bedanke mich bei allen liebenswerten Zuschauern und wir hoffen, dass ihr euch an diesem Video erfreuen könnt, so wie ich mich am Smooth Jazz erfreue. Danke und bis zum nächsten Mal.